Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dir heute gerne eine Übung mitgeben, mit der du deinen Zeigefinger und deinen Mittelfinger stärken kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Übung. Auch für diese Übung benötigst du lediglich Therapieknete. Schritt Nummer 1: Auspacken und ausrollen. Schritt Nummer 2: Platt drücken. Schritt Nummer 3, man reißt ein Stück von der Knete hier oben ab und dann nimmt man das Stück, was man eben abgerissen hat und klebt das ungefähr hier so auf die Hälfte der Knetenstraße, wie ich es ganz gerne nenne. So, und jetzt beginnt eigentlich erst die richtige Übung. Man legt den kleinen Finger und den Ringfinger hier so vor, sodass die so ein Stück weit gegen die Knete drücken können, aber dass die relativ unabhängig von der Übung sind. Und die eigentliche Arbeit machen bei dieser Übung eigentlich der Mittelfinger und der Zeigefinger. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Die Übung startet mit dem Zeigefinger, das heißt, der Zeigefinger bleibt in der Luft und der Mittelfinger wandert in die Knete und kann sich da so ein bisschen dran festhalten. Und das Ziel besteht jetzt darin, den Zeigefinger vor und zurück zu bewegen. Einfach, um genau dieses Gelenk hier zu trainieren, damit der Finger sich lernt zu heben. Also das hier. Ist rauf und wieder runter und wieder rauf und wieder runter. Und das Gleiche kann man dann natürlich mit dem Mittelfinger machen. Wichtig ist, zum Beispiel bei mir ist es so, ich kann meinen Zeigefinger bisher deutlich besser bewegen als meinen Mittelfinger. Deshalb halte ich meinen Zeigefinger hier ein Stück weit fest, einfach damit sich ausschließlich der Mittelfinger bewegt und die anderen Finger so ein Stück weit in Schach gehalten werden. Und dann geht es auch wieder darum, vor und zurück zu arbeiten, ne? Und dann, wie viel sich da am Anfang bewegt, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, weil das wird immer mehr. Und wie immer, damit diese Übung jetzt auch so richtig gut funktioniert, hier zwei mentale Tipps. Zum einen, ganz, ganz wichtig für dich zu wissen, unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen Fiktion und Realität. Das heißt, es unterscheidet nicht zwischen dem, was gerade wirklich passiert und dem, was wir uns eben nur ausdenken. Insofern, diesen Effekt lohnt es sich auch im Training zu nutzen, denn inzwischen ist wissenschaftlich belegt, dass wenn wir uns etwas vorstellen, dass dann die gleichen Gehirnregionen im Gehirn aktiv sind, die auch dann aktiv sind, wenn wir eine Übung uns nicht nur vorstellen, sondern sie eben auch ganz konkret machen. Und genau diesen Effekt lohnt es sich zu nutzen, indem, dass du dir zum Beispiel vor dem Training oder eben auch währenddessen, während du die Übung, die ich dir gerade gezeigt habe, machst, vorstellst, wie es sich anfühlt und wie es aussieht, wenn sich zum Beispiel dein Zeigefinger anhebt. Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das an? Stell es dir ganz bewusst vor, erschaffe in dir ein inneres Bild davon. Denn dadurch lernst du schneller, dadurch kriegst du die Bewegung schneller rein, weil eben auch nur dann, wenn du es dir vorstellst, auch die Gehirnregionen aktiv sind, die du bräuchtest, um die Bewegung dann letztendlich wirklich auszuführen. Anderer Mentaltipp, das sind Autosuggestionen. Das heißt, du sprichst so ein bisschen mit dir selber. Du sagst zum Beispiel, während du die Übung machst, mein Zeigefinger hebt sich an. Oder ich bewege meinen Zeigefinger, ich hebe meinen Zeigefinger. Was auch immer, was für ein Satz da gerade für dich stimmig ist und der dir hilft. Denn auch dadurch, das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, wenn man so ein bisschen mit sich selber redet, aber auch dadurch kannst du schneller Fortschritte machen. Probier das Ganze gerne mal aus. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Erfahrungen diesbezüglich. Schreib es mir auch gerne in die Kommentare, wie du sowohl mit der physischen Übung zurechtkommst, als eben auch mit den zwei mentalen Tipps.
Ja, darüber freue ich mich sehr. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Denk immer daran, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Und dabei wünsche ich dir jetzt natürlich ganz viel Erfolg und Spaß. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao!